Die Forstarbeit ist körperlich anspruchsvoll und gefährlich. Die Trockenheit der letzten Sommer, Stürme im Herbst oder nicht zuletzt die starke Ausbreitung des Borkenkäfers machen den Wald zu einem unfallträchtigen Arbeitsplatz. Mit den Woodcracker Greifersägen und Schneidköpfen der Firma Westtech wird diese Tätigkeit einfacher, effizienter und vor allem sicherer, weil keine Menschen mehr im Gefahrenbereich arbeiten müssen. Wir haben verschiedene Kunden in Österreich und Deutschland besucht und sie bei ihrer Arbeit mit der Kamera begleitet. Für den Auftakt unserer Einsatzreportage fahren wir nach Oberösterreich. Auf einem Vierkanthof in der Gemeinde Weilbach im Bezirk Ried im Innkreis lebt Josef Wiesinger, den wir heute bei der Waldarbeit begleiten. Wer jetzt einen klassischen Durchforstungseinsatz mit Traktor und Motorsäge erwartet, den müssen wir leider enttäuschen. Stattdessen fährt der pensionierte Landwirt mit dem Weidemann-Hoflader und einem Woodcracker-Schneidkopf ins Holz. Im Bestand angekommen, geht es sofort los. Ohne Absteigen und ohne Rüstzeiten. Mit dem weit geöffneten Greifer fährt Josef Wiesinger an den Baum heran. Dann betätigt er das Zusatzsteuergerät. Der Stamm wird mit hydraulischer Kraft gegen die Schneide gedrückt und abgetrennt. Das robuste Messer ist unempfindlich gegen Schmutz und lässt sich einfach nachschärfen oder tauschen. Stehend fährt Josef Wiesinger den Baum durch den engen Bestand. Zwillingsräder an der Vorderachse verbessern die Standsicherheit. Am Lagerplatz legt der Pensionist das Holz auf den Boden und schiebt es zusammen. Lange Stämme teilt er noch einmal mit der Zange. Das Material wird im Anschluss mit dem Rückewagen aus dem Wald gefahren und zu Hackschnitzeln verarbeitet. Seit einem Jahr arbeitet Josef Wiesinger jetzt mit dieser Maschine von Westtech. Zuvor hatte er eine andere Zange, mit der er aber nicht zufrieden war. Am Woodcracker gefällt ihm vor allem die stabile Bauweise. Bei der anderen Zange muss man die Bolzen, die sind die 50er Bolzen. 70er sind sie, aus dem Bolzenbau. Ne? Aber da, bei der Zange, hat es noch nie was nicht gesagt. Und ich traue mir auch zu sagen, dass nichts mehr fehlt. Es kann sein, dass einmal eine Materialermüdung kommt, aber das erlebe ich nicht mehr. Die hält mich aus, die Zange. Das ist sicher. Der Woodcracker CL190 ist ein kleiner, kräftiger Schneidkopf. Ideal für den Einsatz in der bäuerlichen Forstwirtschaft, der Landschaftspflege oder der Energieholzernte. Er schneidet, je nach Holzart, einen maximalen Durchmesser von 19 bis 25 cm. Westtech bietet aber auch noch zwei größere Modelle in gleicher Bauart an, die bis zu 40 cm starke Bäume fällen können. Die Geräte kommen mit verschiedenen Trägerfahrzeugen zum Einsatz, meist an einem Bagger, aber auch immer öfter mit einem Hoflader, so wie hier bei Josef Wiesinger. Früher hat er die Bäume mit der Motorsäge gefällt. Eine Arbeit, die er sich so heute nicht mehr vorstellen kann. Ich sag's ganz ehrlich, ich konnte das gar nicht mehr tun mit der Motorsäge. Ich kann ein paar Bäume umschneiden, aber das hilft nichts. Ich bin 80 Jahre alt. Das kann ich nicht mehr der Bocker. Sein ganzes Leben lang hat Josef Wiesinger im Wald gearbeitet. Auch wenn er heute nicht mehr der Schnellste ist. Immerhin 3 Hektar hat er in den letzten 3 Wochen durchforstet. Wenn man den 80-Jährigen beobachtet, spürt man seine Routine. Die Arbeit kann er sich frei einteilen. Niemand macht ihm Druck. In der Ruhe liegt die Kraft. Eine Einstellung, von der sich auch viele junge Menschen eine Scheibe abschneiden können. Mein Enkel sagt, der hat auch die Forstschule gemacht und alles.
Opa, wenn ich dir zuschaue, da geht alles leicht. Ne? Was wir gelernt haben und was du gelernt hast, der Enkel sagt, weil, Opa, was du kannst, müssen die anderen erst zusammenbringen. Solange mir der Herrgott willig ist, tue ich es. Bier und Holz. Vor so viel Fleiß und Eifer im hohen Alter kann man nur respektvoll den Hut ziehen. Wir wünschen dem rüstigen Pensionisten noch viele unfallfreie Jahre bei der Waldarbeit und machen uns auf den Weg zum nächsten Einsatz. Nur etwa 25 Kilometer weiter in der Gemeinde Andorf besuchen wir Roman Sommereder, der gerade mit seinem Rückewagengespann und dem neuen Woodcracker CS510 Crane arbeitet. Eine Greifersäge, die speziell für den kardanischen Anbau am Kran entwickelt wurde. Seit etwa einem Jahr setzt der Forstunternehmer dieses Gerät für Spezialbaumfällungen, für die Energieholzernte oder wie hier zur Durchforstung ein. Roman arbeitet allein. Ihm gefällt vor allem die flexible Arbeitsweise. In einem Durchgang kann er die Bäume abtragen, auf dem Rückewagen sammeln und anschließend abtransportieren. In der Arbeitsweise von dem System gefällt mir das, dass ich nicht auf irgendeinen zweiten angewiesen bin. Dass ich da einfach flexibler bin. Ich kann arbeiten, wenn ich sage, heute Regenzeit, hole ich da irgendwo einen Baum zum Wickel, da irgendwo in den Garten. Da fahre ich hin, mache das und fertig. Und ich brauche mir nicht irgendeinen organisieren, was mir da hilft. Oder dergleichen dasselbe ist, wie es im Winter ist. Die Tage sind relativ kurz, bis um 4:30 finster. Da kann ich trotzdem bis 7, 8 arbeiten und ich bin einfach viel effektiver. Ja, ich kann den Tag viel effektiver ausnutzen durch das. Der Woodcracker CS510 Crane kann anstelle des Holzgreifers auf jeden Standardkran montiert werden. Das Gerät braucht keine elektrischen Verbindungen und kommt dank der ausgeklügelten Hydraulik mit nur einem doppelt wirkenden Steuergerät aus. Die Bedienung ist denkbar einfach. Sobald der Greifer geschlossen und das Holz sicher fixiert ist, beginnt die Säge zu schneiden. Die Tilt-Funktion drückt den Stamm leicht nach vorne und verhindert so ein Verklemmen des Schwerts. Bei jedem Schnitt wird die Kette automatisch gespannt, damit sie auch in kritischen Situationen nicht aus der Führung springt. Stehend kann Roman die abgetrennten Teilstücke des Baumes entnehmen. Daher eignet sich die Maschine im Gegensatz zu anderen kardanischen Greifersägen auch für Sicherheitsbaumfällungen an Verkehrswegen, in Wohnsiedlungen oder in der Stadt. Eine extra breite Abstützung gewährleistet die notwendige Standsicherheit des Rückewagens. Weil der Forstunternehmer bei dieser Arbeit ohne Hilfskräfte auskommt, wird auch niemand durch herabfallende Äste von dürren Bäumen gefährdet. Zum Ablegen wird das Schnittgut zunächst mit der Tilt-Funktion in die Horizontale geschwenkt. Dann öffnet Roman den Greifer. Falls das Trägerfahrzeug über mehr als einen Hydraulikkreis verfügt, kann man den Tilt auch separat direkt ansteuern. Ähnlich wie bei einem Vorwader bedient Roman den Kran mit zwei Mini-Joysticks an den Armlehnen. Aus der Kabine mit dem großen Dachfenster hat er den Arbeitsbereich gut im Blick. Der gelernte Forstwirtschaftsmeister weiß zwar genau, worauf es ankommt, trotzdem ist einiges an Erfahrung notwendig. Naja, man muss auf das achten, dass man keine zu großen Stücke nicht überschneidet. Die, was man dann nicht mehr da holen kann, weil dann kann es sein, dass man ein Problem kriegt. Aber ist zum Glück noch nie was passiert. Für die Arbeit in solch schwachem Material würde sich auch ein Woodcracker mit stehendem Messer anbieten. Roman hat sich aber ganz bewusst für die Säge entschieden. Ja, ich habe eh mal überlegt, ob ich einen Bagger kaufen mit einem Zwicker, aber da habe ich wieder das Problem, da brauche ich wieder ein zusätzliches Gerät und einen zusätzlichen Mann zum Weckerführen. Die nächste Sache ist das. Das Gerät geht bis 50 cm Schnittdurchmesser und beim Zwicker, da stehe ich speziell bei unseren Eschen gleich einmal an, vom Durchmesser her. Und deshalb sehe ich mir da klar einen Vorteil in dem System. Der Zwicker wäre natürlich besser, wenn es viel Stauden haben oder was, aber ja, Kompromisse muss man machen. Für mich passt das System so besser. Roman fährt mit einer vollen Ladung aus dem Bestand. Am Straßenrand lädt er die geschnittenen Bäume vom Anhänger. Dank der sperrbaren Tilt-Funktion arbeitet der Woodcracker hier wie ein normaler Holzgreifer. Ein optional erhältlicher Hydraulik-Schnellkuppler macht den Wechsel der Arbeitsgeräte zum Kinderspiel. Zum Öffnen müssen lediglich drei Arretierungen mit einem Inbusschlüssel entriegelt werden. Danach lässt sich der Kran vom Werkzeug trennen.
Um ein anderes Gerät anzubauen, wird der Schnellkuppler in die Aufnahme gedrückt. Das System verriegelt automatisch und ist sofort einsatzbereit. Die Greifersäge schneidet Stämme bis zu einem Durchmesser von 54 cm. Dank ihres geringen Eigengewichts von 370 kg stellt sie keine besonderen Ansprüche an das Trägerfahrzeug. Sie lässt sich an jeden Standardkran montieren. In Kombination mit einem Schreitfuß oder der Westtech Telestufe kann man sie aber auch an einem Bagger einsetzen. Doch dazu später mehr. Jetzt schauen wir uns an, wie Roman eine Reihe von Bäumen entlang einer befahrenen Straße abträgt. Dank der schnellen Arbeitsweise sind keine aufwendigen Straßensperren notwendig. In der Regel reicht es, den Verkehr nur kurz anzuhalten. Ich fahre dahin, zwick den Baum an, schneide ihn um und das ist erledigt. Und da brauchen wir nicht irgendein Seilwinden oder irgendwas. Und ich zwick den an und ich habe ihn im Greifer drin und das ist sicher und der hält. Und auch die Fehlrichtung, die ist hundertprozentig vorgegeben, das geht nicht anders. Also da, wenn man da vier, fünf Bäume irgendwo hat, gefährlich gehen in der Straße, das ist eine Arbeit auf eine halbe Stunde. Da braucht man nicht direkt die Straße sperren. Mit der Greifersäge arbeitet der Forstunternehmer rund 250 Stunden im Jahr. Das Gerät hat ihm nicht nur neue Aufträge beschert, auch die Abläufe sind spürbar einfacher geworden. Ja, bei mir hat sich einfach das verändert, dass ich meine Arbeitszeit nur effektiver nutzen kann, weil ich einfach spontan irgendwo hinfahren kann, irgendwas erledigen kann und nicht über einen zweiten Mann braucht dazu. Ja, und natürlich die Auftragslage ist natürlich auch noch besser geworden, weil man einfach nur mehr Möglichkeiten hat. Die ganzen Gefahrenbahnen, Geschichte neben der Straße, das kann man anders eigentlich nicht machen in der heutigen Zeit. Weil das muss alles sehr schnell gehen. Gesagt, da fahre ich hin, mach das und eine halbe Stunde drauf, sieht man nichts mehr von dem Ganzen. Den Forstverbau an seinem neuen Valtra N154 hat der gelernte Schlosser übrigens selbst gebaut. Genauso den kompletten Rückewagen, mit dem er bereits in der dritten Saison arbeitet. Wie ist es dazu gekommen? Ja, das ist dadurch dazu gekommen, weil ich mich eh sehr viel informiert habe bei anderen Rückewagenherstellern, wo man sämtliche Sachen genau angeschaut habe und ich einfach überall ein paar Sachen finde, die ich persönlich gerne anders hätte. Und im Endeffekt, wenn ich das alles umbaue, da ist gleich ein Gescheiter, ich baue noch selber. Das ist für mich das Gescheite und dann ist es wirklich so, wie man sich vorstellt. Und dadurch, dass ich ausschließlich selber fahre mit meinem Gerät, weiß ich einfach mittlerweile, auf was kommt es drauf an. Was muss man wie machen, dass es nicht kaputt wird? Weil jede Minute, wo ich stehe, ärgert es mich. Oder wenn ich schrauben muss, und schmierige Hände, das ist was ich nicht mag. Doch damit nicht genug. Seit mehr als einem Jahr tüftelt Roman an einem neuen Rückewagen. Nochmal größer, stabiler und moderner. Mit größeren Rädern, einem längeren Kran mit Tiltfunktion, einem hydraulisch teleskopierbaren Rahmen und einem mechanischen Radantrieb. Die Teile hat er bereits alle zusammengetragen. In wenigen Monaten soll das Gerät dann in Betrieb gehen. Wenn es soweit ist, wollen wir den Forstunternehmer noch einmal besuchen. Wir wechseln die Location und fahren weiter nach Deutschland. Im Bundesland Rheinland-Pfalz, etwa 30 Kilometer westlich von Koblenz, ist die Firma Landschaft in Form zu Hause. Ihr kennt das Unternehmen bereits aus einer früheren YouTube-Reportage. Heute begleiten wir die junge Truppe bei einem ganz besonderen Einsatz. Auf einem großen Steilhang soll ein alter Weinberg wiederhergestellt werden. Geschäftsführer Tobias Meid gibt uns einen Überblick. Ja, hi, ich bin der Tobias Meid, Geschäftsführer der Firma Landschaft in Form. Wir sind jetzt hier in Weinehr im Rhein-Lahn-Kreis und sind hier gerade zugange, eine Fläche zu räumen, die wieder durch Flurbereinigungsverfahren der Flächennutzung zugeführt wird als Weinberg. Ja, die ist seit den 50er Jahren ist sie verbuscht und die roden wir heute. Als wir eintreffen, arbeitet Tobias gerade mit dem neuen 15 Tonnen Volvo-Bagger und dem Woodcracker C350. Ein professioneller Fellgreifer mit einem maximalen Schnittdurchmesser von 40 cm. Seit 2017 setzt Landschaft in Form diese Maschine ein, die Tobias nicht mehr missen möchte. Nee, die Schere ist überhaupt gar nicht mehr wegzudenken. Ne?
Weil ich sag mal, dieses sichere Abtragen von Bäumen und das gibt meiner Meinung nach nichts Vergleichbares. Von der Forststraße oberhalb des Steilhangs schneidet Tobias alle Bäume, die er mit dem Bagger erreichen kann. Anschließend wechselt er das Arbeitsgerät. Mit dem Oilquick-Schnellkuppler geht das vollautomatisch. Anstelle des Woodcracker C350 ist jetzt eine Greifersäge angebaut. Die gleiche Maschine, die ihr schon bei Roman Sumaeder am Rückewagen gesehen habt. Für den Einsatz am Bagger nutzt Tobias die Westtech Telestufe. Ein hydraulischer Teleskoparm, welcher die Reichweite nochmal um 6 Meter erhöht. Damit kann er deutlich weiter entfernte Bäume in einem Aktionsradius von 14 Metern schneiden und das mit einem verhältnismäßig kleinen Trägerfahrzeug. Schon mal hier teilweise die Böschung weggeschnitten, erst mit dem C350. Und dann, um die Reichweite zu verlängern, haben wir unsere Telestufe von der Firma Westtech mit einem Fellsägegreifer angehangen, und um noch mal mehr Reichweite zu haben und schon alles, was wir von hier oben wegarbeiten können, schon direkt an die Straße legen können und nicht noch mal erst einen Hang mit dem Vorwader hocharbeiten müssen. Baum für Baum räumt Tobias die Böschung ab. Weiter unten in der Fläche arbeitet sein Kollege Niklas mit einem kleineren Bagger. Hi, mein Name ist Niklas Klein. Ich bin schon seit 6 Jahren bei der Firma Landschaft in Form. Und heute bin ich hier auf der Baustelle mit einem Eurocomach 6,5 Tonner und einem CL260 von der Firma Westtech. Normalerweise nutzen wir den Bagger, wenn wir hier nicht in der Rodungssaison sind, für Mulcharbeiten und Baggerarbeiten. Und wir haben hier einen Rototill dran, mit dem sind wir sehr flexibel beim Mulchen und natürlich bei den Baggerarbeiten auch. Und an der Schere macht es sich auch gut, dann ist die Astablage sehr einfach zu handhaben. Mit viel Gefühl bewegt Niklas den Bagger über das abschüssige Gelände. Der Regen der letzten Tage hat den Boden aufgeweicht. Die rutschige Unterlage verlangt volle Konzentration. Der angebaute Woodcracker CL260 ist quasi der große Bruder vom CL190, den ihr schon in unserem ersten Einsatz am Hoflader gesehen habt. Diese Maschine schneidet Stammdurchmesser bis 32 cm. Um die Arbeit in schwachem Material zu beschleunigen, lässt sich jede Schere aus der CL-Baureihe mit einem Sammler ausrüsten. Die optionale Autospeed-Funktion ermöglicht ein schnelleres Schließen des unbelasteten Schneidwerks. Auf Wunsch gibt es auch ein wartungsarmes Zylinderschwenkwerk. Für die Rodung dieses 2,6 Hektar großen Steilhangs werden Tobias Meid und sein Team noch einige Tage beschäftigt sein. Nachdem alle Bäume entfernt sind, muss die Fläche noch gemulcht werden. Auch hierzu bietet Landschaft in Form verschiedene technische Lösungen an. Wenn ihr mehr über dieses junge Dienstleistungsunternehmen erfahren wollt, dann schaut euch unbedingt unsere ausführliche YouTube-Reportage an. Den Link zum Video blenden wir euch oben ein. In den letzten Minuten haben wir viel über Maschinen und technische Details gesprochen. Aber auch die beste Technik hat ihre Grenzen. Wenn die Bäume zu groß werden oder für Maschinen nicht erreichbar sind, dann kommen die Baumkletterer zum Einsatz. Gesichert am Seil steigen sie in die Krone hinauf. Eine Arbeit, die nicht nur eine spezielle Ausbildung, sondern auch körperliche Fitness, Schwindelfreiheit und viel Erfahrung verlangt. Diese spektakulären Bilder konnten wir beim Baumdienst Rama im Ennepetal aufnehmen. Hier ist Maximilian Marscheider gerade dabei, einen großen Totast aus der Krone einer Buche zu entfernen. Mit seiner jungen Firma hat sich Daniel Rama auf alle Dienstleistungen rund um die Pflege und Fällung von Bäumen spezialisiert.
Ja, hallo, ich bin Daniel von der Firma Baumdienst Rahmer. Wir sind hier auf einer Baustelle in Ennepetal. Das ist am Rande des Ruhrgebiets zwischen Wuppertal und Dortmund. Wir haben 8 große, zum Teil trockene Buchen gefällt. Ja, wir haben uns seit 2010 auf den Bereich rund um den Baum konzentriert und spezialisiert. Wir sind in den Bereichen Baumpflege, Baumfällungen und Wurzelfräsen tätig. Im Sommer kommt hin und wieder noch der Eichenprozessionsspinner mit hinzu. Aber die 3 Punkte, das sind so eigentlich die Kernpunkte. Ganz neu im Fuhrpark und auch hier im Einsatz ist ein großer Magnet-Teleskoplader mit einer Woodcracker-Greifersäge. Ja, seit Oktober diesen Jahres durften wir unseren Magni in Betrieb nehmen, 30 Meter Hubhöhe und mit einer Westec-Greifersäge. Der unterstützt uns seitdem bei der Fällung von Gefahrenbäumen und gestaltet somit das Arbeiten für das Personal sicherer und wir minimieren somit die motormanuelle Holzernte. Trotz seiner stattlichen Dimensionen ist das Fahrzeug sehr wendig und mobil. Mit seiner gewaltigen Reichweite kann der Lader auch sehr große Bäume abtragen. Der Woodcracker CS 750 Smart schneidet Stämme bis zu einem Durchmesser von 75 cm. Die Säge wurde speziell für den Anbau an solche Roto-Teleskoplader entwickelt. Damit verwandelt sich eine Standardmaschine zu einem schlagkräftigen Fällkran. Ideal zum sicheren Abtragen großer Bäume im urbanen Gebiet. Serienmäßig ist die Greifersäge mit einem endlos drehbaren Tiltator ausgestattet, mit dem man sie präzise am Baum positionieren kann. Stück für Stück zerlegt der Fahrer die Krone und bringt die Teilstücke sicher zu Boden. Dort werden die Äste mit der Motorsäge weiter zerlegt, gehäckselt und sofort abtransportiert. Das Stammholz verlädt Rama auf den eigenen LKW, den heute Mitarbeiter Jan Reichert bedient. Ja, ich bin Jan, bin jetzt seit circa 6 Jahren beim Daniel beschäftigt. Tätigkeitsfeld ist einfach alles, von der Baumpflege bis zur Baumfällung hin. Mit einer der Männer für alles. Hauptsächlich auch Kran, LKW am Fahren, Material wegladen. Ja, das bin ich und das mache ich beim Daniel. Geht nicht über eine scharfe Kette, weil ohne scharfe Kette schwierig den Baum zu sägen. Oder? Mit diesen eindrucksvollen Bildern endet unsere Einsatzreportage. Wir hoffen, dass wir euch einen guten Überblick zu den Möglichkeiten der Woodcracker Fellaggregate vermitteln konnten. So vielseitig die Anwendungen auch sein mögen, eins haben sie alle gemeinsam. Der Mensch wird entlastet, die Arbeit wird einfacher, effizienter und vor allem sicherer. Damit leistet Westech einen wertvollen Beitrag zur Unfallverhütung im Wald. Wem das gefällt, der darf uns gerne ein Like da lassen. Wenn ihr keinen Beitrag mehr verpassen wollt, dann abonniert auch unbedingt unseren YouTube-Kanal. Dort findet ihr schon jetzt viele spannende Videos aus der Land- und Forstwirtschaft. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und wünschen euch und euren Familien frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.